Bolivien ist ein atemberaubendes Land. Dies wird oft auch der im wörtlichen Sinne empfinden, der den Andenstaat für sich entdecken will. Die meisten Landschaften und schönsten Bilder liegen in einer Höhe, wo Europas Berge enden. Dort findet man auch ganz erstaunliche Schienenfahrzeuge und oft idyllische Szenen entlang der schönsten Eisenbahnstrecken Südamerikas. Mit der Eisenbahn fährt man in Bolivien nicht, weil man muss, meint Juan Carlos Quintilian. Eisenbahnfahren ist hier eine Frage des Gefühls, des Herzens. Da muss man nicht bei der Bahn arbeiten. Wir haben für unsere Reise durch Bolivien den Zug gewählt. Früher der bequemste Weg durch das Land, heute dank der neuen Straßen immer noch mindestens der sicherste. Bolivien hat gleich zwei Eisenbahnsysteme, die nicht miteinander verbunden sind. Im Hochland, westlich der Anden, die Ferroviaria Andina, im bolivianischen Tiefland die Ferroviaria Oriental. Die für Boliviens Versorgung wichtigste Strecke im Tiefland verbindet Santa Cruz mit den Grenzstädten zu Brasilien und Argentinien, Quijaro und Jacuiba. Auf der einspurigen Meterstrecke wird ganz Bolivien mit Mineralölprodukten und industriellen Gütern versorgt. Auf beiden Strecken fahren mehrmals täglich Güterzüge. Personenzüge gibt es nur im zweitägigen Wechsel von und nach Santa Cruz. Das Umland von Quijaro, Grenzstadt im bolivianischen Pantanal, einem der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Erde. Hier ist auch der einzige Hafen des Landes. Er verbindet Bolivien über 1500 Flusskilometer hinweg mit dem Atlantik. Die Ruhe im Hafen täuscht über die wahre Bedeutung hinweg, meint José Luis Vázquez. Eisenbahn und Hafen sind extrem wichtig. Die Fracht- und Tankwaggons versorgen Santa Cruz und auch den Rest Boliviens mit all dem, was sonst fehlen würde. Eine Bedeutung, die man der Hafenidylle sicher nicht ansieht. Beim Rundgang über den Markt von Quijaro findet man die gleichen Produkte wie überall im riesigen Feuchtgebiet der Flüsse Amazonas und Rio de la Plata. Das sind wachsende Nahrungsmittel. Man kauft sie als Küken, lässt sie wachsen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt im Topf weiterverwenden zu können. Wer darauf nicht warten will oder kann, vor Ort werden Empanadas zubereitet, mit Hühnchen, Kartoffeln oder Käse gefüllte Teigtaschen. In Bolivien der wichtigste Snack, der zu jeder Tages- und Nachtzeit gegessen werden kann. Was auch immer auf dem Markt angeboten wird, es wird dort frisch und vor den Augen der Hungrigen zubereitet. Am Bahnhof von Quijaro geht es beschaulich zu. Seitdem der Staat eine asphaltierte Straße parallel zur Eisenbahnstrecke gebaut hat, nimmt der Bedarf für die Personenzüge von und nach Santa Cruz ständig ab. Im Espresso Oriental fährt es sich für 127 Bolivianos, umgerechnet etwa 15 Euro, in 12 Stunden und über Nacht zwar recht bequem und sicher, trotzdem nehmen die meisten den Bus, der häufiger, schneller und billiger Quijaro und Santa Cruz miteinander verbindet. Mit 5 bis 10 Euro für die Fahrt ist die Straßenkonkurrenz nicht zu schlagen. Wer heute noch Bahn fährt, hat seine guten Gründe, wie Maria da Silva aus Corumba. Der Zug ist besser als der Bus, weil der sehr voll ist. Hier kann man in Ruhe auf die Toilette gehen, man hat Klimaanlage und einen Fernseher. Alles ist ganz sauber, einfach besser als im Bus. Viel besser. Abfahrt des Espresso Oriental um 13:20 Uhr.
Anders als im Personenverkehr rollen von Quijaro aus täglich bis zu 4 Frachtzüge nach Santa Cruz. Die Stadt braucht vor allem Brennstoffe, die aus Venezuela über Brasilien und Paraguay kommen. Umgekehrt exportiert Bolivien über Puerto Quijaro Erdgas und Sojabohnen. Bolivien, das Land ohne eigenen Seehafen, ist auf die Lebensader durch Regenwald und Savanne angewiesen. Die Strecke von Quijaro nach San José ist der schönste Teil der Eisenbahnreise im bolivianischen Tiefland. Man muss allerdings Glück haben und eine pünktliche Abfahrt, um diesen Teil Boliviens bei Tageslicht zu sehen. Hier, knapp unterhalb des Äquators, wird spätestens um 18.30 Uhr das Sonnenlicht ausgeschaltet. Schnell und mit nur sehr kurzer Dämmerungsphase. Heute ist so ein Glückstag mit pünktlicher Abfahrt. Trotzdem bekommt nicht jeder die Schönheiten des bolivianischen Tieflandes mit. San José ist auf jeden Fall einen Zwischenstopp auf dem Weg zum noch 290 Kilometer entfernten Santa Cruz wert. Etwa um 1750 gründete hier der Jesuitenorden die Mission San José de Chiquitos. Der Baustil der Missionen vermischte westliche Sakralarchitektur mit der traditionellen Bauweise des hier lebenden Indio-Stammes, den Chiquitos. Die 6 heute noch existierenden Jesuitensiedlungen gehören seit 1990 zum UNESCO-Welterbe. In Bolivien ist die Mission der Jesuiten keineswegs abgeschlossen, wie Padre Elvio Pinto Rios in der Kirche versichert. Als die Jesuiten hierher kamen, ordneten und organisierten sie Leben und Arbeiten in den Dörfern völlig neu. Von der damaligen Kultur der Padres hat sich viel erhalten, vor allem in der Musik. Sie ist das Erbe für alle Musikgruppen, bis hin zu den Sinfonieorchestern. Die Ureinwohner haben es mit wenigen Ausnahmen geschafft, ihre alte Kultur zu überwinden und Teil der Zivilisation zu werden. Rund 700 Kilometer weiter nordwestlich kommt man jenen widerspenstigen Indigenen und ihrer Kultur auf die Spur, die sich, so Elvio Pinto Rios, der Jesuitenzivilisation bis heute nicht anschließen wollen. Der Sonnengott Inti soll der Sage nach hier auf der Isla del Sol seinen Sohn, den ersten Inka, und seine Frau auf die Erde gebracht haben. Seitdem sprudelt diese Quelle und niemand weiß, woher das Wasser kommt. Denn es gibt keinen Berg oberhalb der Quelle und auch keine bekannte Ader aus dem Grundwasser. Es sprudelt nur noch aus 2 Öffnungen, meint Cecilio, einer der Lastenträger der Insel. Das Wasser der dritten habe wohl ein Hotel abgegraben. Pachamama, Mutter Erde, die über alles wache, werde das bestimmt nicht auf Dauer zulassen. Sie sorge auch heute noch dafür, dass es den Völkern in den Hochebenen der Anden und im Tiefland gut gehe. Wie man weiß, haben die Gläubigen von Pachamama lange vor der Jesuitenmission das mächtige und kulturell hochstehende Reich der Inka aufgebaut. Auf deren Kultstätten setzten die Missionare aus Europa ab dem 16. Jahrhundert die Tempel ihres Glaubens. Wie hier in Copacabana, am Ufer des Titicacasees. Auch andere Kultstätten wurden überbaut oder beseitigt.
Der heilige Berg der Inka hoch über Copacabana ist heute ein Kalvarienberg. Aber rund um die Kreuze und Marienstatuen sind die Indigenen wohl immer noch widerspenstig. Altäre für Pachamama, Kerzen in den Farben der Hexen und Wahrsager. Rot für die Liebe, grün für die Arbeit oder blau für das Studium. Glückssteine in denselben Farben als länger anhaltender Zauber. Und das in dem eigentlich doch streng katholischen Bolivien. Doch nicht nur die Jesuitensiedlungen sind von der UNESCO geadelt worden. 120 Kilometer südwestlich von Santa Cruz hat es El Fuerte de Samaipata, die Festung von Samaipata, geschafft, Weltkulturerbe der UNESCO zu werden. Bisher sind allerdings nur 10% der Inka-Zeremonienstätte freigelegt. Eine gewaltige Anlage der zivilisatorisch doch so unterlegenen Indigenen. Die Menschen hier glauben noch an Pachamama, an die alten Traditionen und Kulte. Die Nachfahren der Inka mischen einfach Mutter Erde des alten Glaubens in die Marienverehrung der katholischen Kirche, wie bei den Jungfrauen Candelaria oder der von Cotoca, und halten so bis heute am alten Glauben fest. Zeit zum Verlassen von San José. Nicht abschließend zu beantworten ist die Frage, ob und wann sich denn auch die letzten Indigenas der Zivilisation der Jesuitenpadres anschließen werden. Es sind noch 290 Kilometer bis Santa Cruz. Und bis dahin sind noch ein paar andere Probleme, als die des richtigen Glaubens zu lösen. Bei der Ferroviaria Oriental gibt es keinen Schlafwagen. Aber bequeme Sessel, die müssen reichen für die Nachtfahrt. Um 5:30 soll der Espresso Oriental in den Bahnhof von Santa Cruz einfahren. Es ist noch nicht so weit. Der Espresso lässt auf sich warten. Die Konkurrenz der Straße rollt aber längst in alle Richtungen davon. Rund um den Bahnhof werden schon Tickets für den Luxusbus Leito verkauft. Vor dem Eingang zum Bahnhof allerdings herrscht noch Nachtruhe. Die Türen zum Bahnsteig sind geschlossen. Selbst die Wachhunde wissen um die verspätete Ankunft. Nach 17 Stunden und über 600 Kilometern Fahrt durch Regenwald und Savanne fährt der Espresso Oriental in den Bahnhof von Santa Cruz ein. Er wird den Reiseführern gerne als notorisch unpünktlich bezeichnet. In Bolivien regt sich aber darüber bestimmt niemand auf. Die Fahrzeit betreffend kann die Eisenbahn sicher nicht mit den Bussen konkurrieren. Dafür steigen die Passagiere aber auch nach 17 Stunden recht entspannt aus. Ob das nach einer Busfahrt im engen Sessel auch so gut geht? Und so freundlich wie hier wird man auf dem Busbahnhof bestimmt nicht begrüßt. Die Plaza des 24. September im Zentrum von Santa Cruz. Dem Freiheitskämpfer Ignacio Warnes bauten die Bolivianer ein Denkmal, um an den Beginn des erfolgreichen Unabhängigkeitskampfes gegen Spanien im 19. Jahrhundert zu erinnern. Wie überall in Bolivien ist der Platz inmitten der Stadt das Aushängeschild, an dem sich zeigt, wie es um die Kommune bestellt ist. Demnach geht es Santa Cruz prächtig. Je weiter man dann von der Plaza wegfährt, desto mehr verliert die Stadt von ihrem noch kolonial geprägten Charakter. Die Häuserfassaden werden nüchterner, der Verkehr immer dichter und die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsschichten plötzlich sehr viel deutlicher. Über all dem thront er. Blick nach Süden, wo man direkt hinter der Stadtgrenze plötzlich in der Wüste ist. Man traut kaum seinen Augen.
Dicht neben der 1,5 Millionen Stadt befindet sich ein 133 Quadratkilometer großes Wanderdünen- und Seengebiet. Seit 1990 steht es unter Naturschutz. Um die Zerbrechlichkeit der Natur im Park weiß Ranger Freddy Vidal genau Bescheid. Im Vogelschutzgebiet leben jetzt schon 5 Entenarten, die es nur hier gibt. Lässt man sie in Ruhe, bleiben sie hier. Stört man sie, ziehen sie weg. Der Park Lomas de Arena ist eigentlich ein Muss für jeden Besuch im bolivianischen Tiefland. Trotzdem ist der Park meistens menschenleer. Eine echte Oase der Ruhe, wie man sie ansonsten in Santa Cruz und auch in den touristischen Attraktionen rundum vergeblich sucht. Das wirtschaftliche Herz Boliviens schlägt in Santa Cruz. Und das pulsiert am heftigsten auf dem Bahnhof Bimodal. Im Minutentakt geht es von hier aus in alle Landesteile. Im Minutentakt kommen auch die Menschen an. In erster Linie allerdings mit dem Bus. Die Eisenbahn verliert ebenfalls im Minutentakt. Und zwar an Bedeutung. Im Bahnhof stehen die Menschen Schlange an den Busticketschaltern. Der Andrang dagegen vor dem Bahnschalter ist eher überschaubar. Die Konkurrenz in der eigenen Hütte zu haben, ist eigentlich kein erfolgversprechendes Modell. Die Ferroviaria Oriental hat aber keine andere Wahl. Dem Staat gehört die Hälfte des Unternehmens und der will vor allem, dass beides floriert. Der Verkehr auf der Schiene und der auf der Straße. Negro Pena, der Pressechef der FO, zählt auf, was für die Eisenbahn spricht. Der große Unterschied liegt im Komfort und in der Sicherheit. Da ist die Bahn besser. Die Busse an sich sind ja ganz gut, nur ihre Fahrer sind unverantwortlich. Von der Geschwindigkeit her sind die Busse klar im Vorteil. Die fahren 100 Kilometer, wir auf der Meterspur nicht mehr als 60 Kilometer pro Stunde. Macht im Schnitt maximal 45 Kilometer. So alt wie der Veteran vor dem Bahnhof sind auch die Gleisanlagen aus dem 19. Jahrhundert. Die Dieselloks im Einsatz wurden bis 1962 gebaut. Dieser Schienenbus von MAN in Deutschland wurde sogar erst 2010 in Dienst gestellt. Da gehörte dieses Modell eines umgebauten Autobusses schon lange zum alten Eisen. Die Variante, einem Straßenfahrzeug einfach den Schienenunterbau darunter zu basteln, ist allerdings immer noch im Einsatz. Und zwar in einer der schönsten Berglandschaften Boliviens, zwischen Sucre und Potosí. Hier in einem Tal auf über 4200 Metern werden Zwiebeln geerntet. Die Baumgrenze reicht bis auf 4700 Meter hinauf, vorausgesetzt, Menschen pflanzen sie dort ein. Und da bewegt sich plötzlich etwas mitten im Felsen. Ein Ferrocarril, ein Kleinbus auf Schienen. Im Innern zwei Überraschungen. Zum einen, der Stern von Untertürkheim leuchtet auch in den Hochanden. Zum zweiten, im Zentrum des Rucksacktourismus in Bolivien, auf dem Weg nach Potosí, scheint der Bus nur Einheimische zu transportieren. Die Bahnstrecke Sucre-Potosí führt vor allem in die Dörfer, die schlecht oder gar nicht an die Straße angebunden sind. Wie Betanzos, das Dorf mit der reichen Zwiebelernte im Andenhochtal. Auf dem Beifahrersitz ist dann doch ein Tourist zu sehen, der sich seinen Platz in der ersten Reihe mit einem kleinen Trinkgeld gesichert hat. Er weiß genau, warum ihm das die paar Bolivianos zusätzlich zum Ticketpreis wert ist. Dietmar Ott aus Dortmund. Das ist mit einer der schönsten Landschaften überhaupt, die man hier sehen kann. Sehr abwechslungsreich, wunderbare Steinformationen, viele verschiedene Farben und so weiter. Jetzt, also, man muss schon ein bisschen Spanisch können und man muss sich ein bisschen auskennen. Denn ich bin der einzige Tourist hier. Ne? Also, alle anderen fahren mit dem Bus.
und da sieht man nichts. Mit dem Schienenbus nach Potosí haben wir das Streckennetz der Ferroviaria Oriental verlassen und sind jetzt in den Anden, im Eisenbahnnetz der Ferroviaria Andina. Neben der Strecke Sucre-Potosí fährt ein Schienenbus auch von El Alto im Süden von La Paz nach Guaqui, allerdings nur jeden zweiten Sonntag im Monat. Im Zwei-Tage-Rhythmus geht es von Oruro nach Villazón. Güterzüge, beladen mit den Erzen der Minen, fahren täglich. Unsere Entdeckungsreise führt über La Paz, der größten Stadt Boliviens. Nach La Paz kommt man mit dem Bus oder mit dem Flugzeug. Und mit der Eisenbahn? Wir machen uns auf die Suche, sehen ganz viel Typisches für Bolivien, stellen fest, dass der erste indigene Präsident Südamerikas, Evo Morales, nicht nur im Tiefland für einen Boom im Andenstaat gesorgt hat. La Paz hat nun eine prächtig herausgeputzte Altstadt, in der sich die Touristen offensichtlich wohlfühlen und wo so manches Fotomotiv, wie etwa hier am Präsidentenpalast, auf sie wartet. Die Bolivianer bewegen sich in La Paz bevorzugt mit den Sammeltaxis, wie hier von der Plaza San Francisco aus. Auch für Touristen ist so ein Trufi günstig und allemal besser, als sich im Straßengewirr der Millionenstadt zu Fuß fortzubewegen. Boliviens Melodie ist fröhlicher geworden und beruft sich verstärkt auf seine indigenen Strukturen. Und das nicht aus folkloristischen Gründen, um Touristen Souvenirs zu verkaufen oder Fotomotive zu bieten. In der Calle Linares, der Hexengasse, gab es auch vor Morales schon Amulette und Glücksbringer für Touristen und Einheimische. Selbstverständlich verzichtet kein Bolivianer auf die Hilfe von Pachamama, von Schildkröten für langes Leben und Gesundheit, von Eulen für Weisheit und Erkenntnis oder von Äffchen für Liebe und Ehe. Ganz sicher kein Souvenir sind die Lama-Föten. Sie werden zusammen mit dem Grundstein eingemauert. Ohne sie wird kein Haus in Bolivien gebaut. Da lehnen die spanischen Touristen dankend ab. Kein Platz im Rucksack oder Koffer für diesen Teil bolivianischer Traditionen. Es gibt viel zu entdecken in La Paz. Nur keine Eisenbahn, dafür aber einen Bahnhof. Und direkt daneben eine erst im Oktober 2014 eröffnete Seilbahnstation. Sie verbindet die unteren Stadtteile mit der 1000 Meter höher gelegenen Vorstadt El Alto. Die von einem österreichischen Unternehmen gebaute Seilbahn ist mit ihren vier verschiedenen Linien fast 10 Kilometer lang. Die Fahrt ist auch für Einheimische günstig und eigentlich das ideale Transportmittel hoch über winkligen, verstopften und staubigen Straßen. Boliviens Präsident will 5 weitere Linien für La Paz bauen lassen. Wer jemals in der dünnen Luft von La Paz schwer schnaufend auf Sightseeing-Tour war, wird sich fragen, warum dieses Verkehrsmittel nicht schon viel früher gebaut wurde. Eine funktionierende Eisenbahn gibt es von La Paz aus nicht. Und wer weg will, ist auf das eigene Auto oder den Bus angewiesen. Der bringt, bevorzugt in der Nacht, innerhalb von 4 Stunden seine Fahrgäste in das 220 Kilometer entfernte Oruro. Dort wartet die mit 45,5 Metern weltweit größte Marienstatue auf den Besucher. Wir wollen von hier aus das Hochland im Süden Boliviens entdecken. Allerdings muss sich die Lokomotive für den Espresso del Sur, den Südexpress, erstmal ihren Weg durch den Markt von Oruro bahnen. Viermal pro Tag kämpfen sich die Loks der Güter- und Personenzüge vom Betriebswerk am Rande der Stadt aus bis zum Bahnhof durch. Wenn alle Marktstände weggeräumt und Schirme abgebaut sind, kann die Lok vorsichtig auf das Bahnhofsgelände einfahren und sich vor den Zug setzen. Das
Das Gepäck wird im Gepäckwagen verstaut. Braucht man auch nicht im Abteil. Denn schon am Abend wird der Espresso del Sur in Uyuni sein, wo die meisten Touristen aussteigen. Schlafwagen gibt es im Espresso del Sur nicht. Man schläft auf allerdings recht bequemen Sesseln. Insofern ähnelt er dem Espresso Oriental im Tiefland. Worauf die Eisenbahngesellschaft allerdings großen Wert legt, ihr Zug ist pünktlich. Und da unterscheidet sich die Andenversion erheblich von der im Tiefland. Kaum ist man aus Oruro raus, gibt es reichlich Fotomotive. Flamingos ziehen in Scharen über den Uru-Uru-See. Den überquert der Zug 10 Minuten nach der Abfahrt in Oruro. Der Personenzug Oruro Uyuni ist vor allem bei ausländischen Touristen beliebt. Wir fahren mit der Bahn, weil dieser Teil der Strecke von Oruro bis Uyuni sehr gut geeignet ist, um ihn mit dem Zug kennenzulernen. Deshalb sind wir hier. Wir machen diese Reise jetzt, um den Salzsee kennenzulernen. Und bezahlen 26 Euro pro Person bis Uyuni. Es ist einfach bequemer, als im Sammeltaxi oder im normalen Taxi zu reisen. Und vielleicht auch sauberer. Was noch? Es ist auch generell alles anders hier in Bolivien. Es gibt hier nicht so viele Eisenbahnlinien. Vielleicht nicht so viele, die vorhandenen aber laden zur Entdeckungsreise ein. Zum Beispiel, um die Gegend mit dem weltweit größten Lithiumvorkommen kennenzulernen. Entlang der Eisenbahnlinie schaufelt Bolivien seine inzwischen verstaatlichten Bodenschätze in die Eisenbahnwaggons. Der Salar de Uyuni, weltweit größter Salzsee und eine der Touristenattraktionen Boliviens. Nach Uyuni kommt man am bequemsten mit der Eisenbahn und dann weiter mit dem Geländewagen. Am besten zum Frühstück auf der Isla del Pescado, der Fischinsel. Sonnenauf- oder Untergang auf der Fischinsel? Kein Tourist auf seiner Reise durch Bolivien lässt sich einen Ausflug auf den Salar und zur Insel entgehen. Und natürlich gehört dann auch die Klettertour an den Kakteen vorbei zum Entdecken der Insel. Wann immer ein Zug auf dem Weg nach Uyuni durch Machacamarca fährt, steht da ein älterer Herr und winkt den Zugführern oder Passagieren zu. Ricardo Belzumiranda weiß ziemlich alles über die Geschichte der Eisenbahn im bolivianischen Hochland. Er hat ein Buch darüber geschrieben und er betreut das Eisenbahnmuseum in Machacamarca. Viel los ist hier nicht, obwohl das Museum eigentlich jeden Tag geöffnet hat. Man muss nur beim Bürgermeister anrufen, dann kommt Ricardo mit dem Schlüssel und betreut den Besucher höchstpersönlich. Unter anderem ist hier das bestens restaurierte Prachtstück Nummer 22, Baujahr 1955, aus der Fabrik Sulza Hermanos in Winterthur zu bestaunen. Ricardo weiß zu jeder der ausgestellten Loks ihre Geschichte. Auch über den Buick, Modell Al Capone, Baujahr 1937, mit dem die Direktoren der Silberminen durch die Gegend fuhren. Straßen gab es nicht, Schienen schon. Also bastelte man Eisenbahngestelle unter die Karosse. Ricardos Lieblingslok wurde 1913 von Berlin nach Bolivien geliefert. 1938 kam dieser benzinbetriebene Veteran aus Pennsylvania in die Silberminen. Ricardo könnte stundenlang weitererzählen. Der Gang in den Erster-Klasse-Wagen zeigt, man war hier auf manchen Wunsch der Passagiere eingerichtet. Auch wenn es nicht so bequem gewesen sein dürfte wie heute. Im Eisenbahnmuseum von Machacamarca stehen noch viele Prachtstücke herum.
Der Espresso del Sur nähert sich Uyuni und damit der Station, die für die Touristen meistens Endstation ist. Nach 2 Stunden Schaukelfahrt auf der Schmalspurstrecke gehört der Landschaft nicht mehr ganz die ungeteilte Aufmerksamkeit. Zum Glück gibt es den Speisewagen und der braucht sich hinter europäischen nicht zu verstecken. Den Blick nach draußen sollte man als Eisenbahnfreund genießen. Es ist das einzige Mal, dass der Espresso die Straßenkonkurrenz hinter sich lässt. An der Mautstelle vor Chayapata. Die Landschaft wird ständig karger, die Savanne trockener und salziger. Der Salzsee kündigt sich an, lange bevor der Zug am Salar entlangfährt. Er überrascht eine Vicuña-Herde. Eigentlich meidet diese Wildart der Lamas den Kontakt mit Menschen oder deren lärmender Technik, wie Eisenbahnen oder Autos. Die Salzwiese und die naheliegende Wasserstelle haben die Tiere direkt an den Eisenbahndamm gelockt. Dieses Bild kennt jeder, der sich mit Eisenbahngeschichte in Bolivien auseinandersetzt. Der Eisenbahnfriedhof von Uyuni schafft es spielend in jeden Postkartenkalender oder Reiseführer über Bolivien. Um die bizarre Ansammlung alter Dampfrösser ranken sich viele Geschichten. Und leider haben diese Geschichten auch Graffiti-Sprayer aus allen möglichen Ländern zu ihren Schmierereien animiert. Uyuni ist nicht unbedingt eine Perle städtischer Architektur, aber Ausgangspunkt für die meisten Ausflüge mit Geländewagen im südwestlichen Bolivien. Wir sind an Allerheiligen hier, einem Feiertag mit besonderer Bedeutung für das ganze Land. Es ist der Tag, an dem Abschied von den Toten genommen wird. Außerdem werden in ganz Bolivien an Allerheiligen diese Kränze gewickelt. Man bringt sie zu den Gräbern der Verstorbenen, zusammen mit diesen Brotlaiben und vielen Getränken. Die Toten sollen im Jenseits weder Hunger noch Durst verspüren. El Día de Todos los Santos, der Tag aller Heiligen, beginnt pünktlich um 12 Uhr mittags. Bis dahin müssen die Gräber geschmückt und gut gefüllt sein. Wir haben noch etwas Zeit und nutzen sie für einen Besuch in der Silbermine von Pulacayo im Bergland östlich von Uyuni. Die Huanchaca-Mine war im 19. Jahrhundert die zweitgrößte Silbermine der Erde. In ihr wurden bis in einer Tiefe von 1100 Metern Silber, Zink und Blei gefördert. Die Erze wurden zum Pazifik abtransportiert. Die Lokomotiven von damals stehen heute im mineneigenen Museum. Hier findet man auch jenen Zug, den die US-Gangster Butch Cassidy und Sundance Kid überfielen. Sie arbeiteten nach der Flucht aus den USA in der Nähe der Mine, überfielen aber einen Lohngeldtransport, als ihnen das normale Arbeiten zu mühselig wurde. Diese Nummer 1 ist die erste Dampflok Boliviens, eine 1890 aus Philadelphia angelieferte Baldwin-Lok. Hein nun in Pulacayo. Punkt 12 öffnen sich die Türen, über denen der blau-schwarze Kranz zeigt, dass hier drinnen vor kurzem jemand gestorben ist. Durch die offene Tür kommt der Geist des Toten, um Abschied zu nehmen. Und jeder, der an der Verabschiedung teilnehmen will, ist ebenfalls eingeladen. Der älteste Sohn ist vor 7 Monaten verunglückt. Die Familie nimmt Abschied von ihm mit einem Festmahl. Und selbstverständlich kann jeder, der durch die offene Tür kommt, mitessen. Todos los Santos ist der Tag, an dem in ganz Bolivien niemand hungern muss. Diese Berglandschaft bekam bisher nur die wenigsten Touristen zu Gesicht. Jahrelang war die Bahnfahrt von Uyuni weiter südlich eingestellt. Eine Brücke hinter Tupisa war zusammengebrochen. Also kamen nur besonders abenteuerlustige Touristen auf ungeteerten, staubigen Pisten bis hierher. Alle anderen versäumten eine malerische kleine Stadt, eingerahmt von hohen, vielfarbigen Bergen, mit atemberaubenden Schluchten und unbegrenzten Möglichkeiten für Trekkingtouren.
Tourismus ist die Haupteinnahmequelle der Stadt. Seit November 2013 fährt die Eisenbahn auch wieder bis Villazón. Tupiza, La Joya Bella de Bolivia, das Schmuckstück Boliviens, hat begonnen, sich von seiner jahrelangen Isolation zu erholen. Wer hier ankommt, hat eine 18-stündige Zugfahrt hinter sich, die vor allem nach Sonnenuntergang und in der Dunkelheit zwischen Uyuni und Tupiza nicht besonders aufregend ist. Das wird sich nach der Stadt schlagartig ändern. Abfahrt des Espresso del Sur. Im Waggoninneren läuft das Bordprogramm ununterbrochen. Konzertmitschnitte, Thriller, Actionfilme und vor allem Western sind im Dauereinsatz für die nur noch wenigen Passagiere auf dem Weg zur argentinischen Grenze. Schon gleich hinter Tupiza beginnt die Landschaft sich spektakulär zu verändern. Die Strecke verläuft durch das Tal des Rio Tupiza, schlängelt sich durch eine fruchtbare grüne Landschaft mit engen canyonartigen Schluchten und vielfarbigen Bergen. Wer jetzt weiter auf den Fernseher starrt, verpasst etwas. Die Regie des Fernsehbordprogramms setzt in dieser Landschaft bevorzugt Western ein. Schließlich war es meistens hier, wo Sundance Kid und Butch Cassidy ihre Züge überfielen. Das hatte auch einen nachvollziehbaren Grund. Rasch von den Bergen runter ins Tal. Und nach dem Überfall wieder schnell zurück in unwegsames Gelände, wo die Armee nur schwer Jagd auf sie machen konnte. Und wenn dann auch noch eine unübersichtliche Kurve vor dem Zug lag, dann war das die ideale Stelle, um gleich hinter der Kurve mit einem Baum auf der Schiene die Fahrt des Espresso ganz schnell zu stoppen. Die Dramaturgie des Thrillers verlangt im Wageninneren Spannungssteigerung. Draußen bleibt heute alles ruhig. Butch Cassidy und Sundance Kid sind ja, wie man spätestens seit dem Western mit Paul Newman und Robert Redford weiß, bereits seit 1908 tot. Heute aber ist der Tag nach Todos Los Santos. Bis 12 Uhr mittags werden die Toten auf den Friedhöfen verabschiedet, deren Geist durch die offene Tür am Vortag gekommen ist. So auch in San Vicente, wo dem Vernehmen nach der Shootout der US-Gangster mit der bolivianischen Armee stattgefunden haben soll. Hier liegen die Restos de Butch Cassidy, die sterblichen Überreste des Gangsters, und rund um Cassidys Grab nimmt man Abschied von den Toten. Keine 200 Meter vom Friedhof entfernt steht ein Museum. Ungewöhnlich genug in einem Ort, der ansonsten ausschließlich aus Wohnhäusern für die Minenarbeiter besteht. In dem schmucklosen Backsteinbau ist alles zusammengetragen worden, was man von damals noch sichern konnte. Hier drinnen lebt sie noch, die Bande von Butch Cassidy und Sundance Kid, jedenfalls auf den Bildern und Fahndungsplakaten. Durch das Tal des Rio Tupiza kommt der Espresso del Sur auch dieses Mal ohne Überfall in Villazón an. Exakt 22 Stunden hat er von Oruro bis an die bolivianisch-argentinische Grenze gebraucht. Die Zahl der aussteigenden Passagiere bleibt überschaubar. Wer hier nicht zu Hause ist, findet kaum einen Grund, nach Villazón zu kommen. Von der spektakulären Zugfahrt durch das Tupiza-Tal einmal abgesehen. Mit der Bahn weiter nach Argentinien geht nicht. Die Schienen sprechen eine deutliche Sprache.
Hinter der Auto- und Fußgängerbrücke der Grenze zu Argentinien ist auch nichts, was den Besuch lohnen würde. Und doch hat die Plaza etwas zu bieten, das man sonst nirgends in Bolivien finden dürfte. Kein Unabhängigkeitsheld wird geehrt, sondern die Brückenbauer und ihre Werke durch das Tal des Rio Tupiza. Nach Jahren endlich vom bolivianischen Staat unter Präsident Morales beauftragt, waren sie es, die den Süden des Landes wieder an den Rest der Welt angeschlossen haben. Nun fährt die Eisenbahn wieder über sichere Brücken durch eine der schönsten Landschaften Boliviens. Wir wollen auf der Rückfahrt von Bernard Melchior und Anne Petit aus Brüssel wissen, warum sie nach Villason gefahren sind. Ich denke, dass es einfach fabelhaft ist. Es ist eine Reise in einer anderen Welt, in einer sehr schönen Landschaft. Ich finde das sehr exotisch. Einfach klasse. Es gefällt mir sehr gut. Es ist vollkommen ungewohnt. Sehr schön, sehr exotisch. Man befindet sich in einer anderen Zeit. Ja, in einer anderen Welt und in einer anderen Zeit. Schwer zu sagen, was in der Amtszeit des jetzigen Präsidenten Boliviens bisher das Wichtigste war. Vielleicht, dass er der überwiegend indigenen Bevölkerung des Landes Hoffnung auf eine Zukunft mit auf den Weg gegeben hat. Sehr schnell aber wird auch genannt werden, dass er neue Straßen und Brücken hat bauen lassen, auf denen die Bolivianer in diese Zukunft gehen und fahren können. So wie diese Brücke bei Tupiza, die zusammengebrochen war und jahrelang für Stillstand in einem ganzen Landesteil sorgte. Der gleiche Stillstand wie im Rest des Landes. Das ist vorbei. Boliviens Eisenbahn fährt wieder bis zur Grenze. Jahrzehntelang hatte Bolivien nicht viel mehr als Landschaft zu bieten. Auch das ist nun vorbei. Denn seitdem die Eisenbahn wieder fährt, bewegt sich in ganz Bolivien wieder einiges. Und das ist gut so. Die Bahnstrecke Sucre-Potosí führt vor allem in die Dörfer, die schlecht oder gar nicht an die Straße angebunden sind, wie Betanzos, das Dorf mit der reichen Zwiebelernte im Andenhochtal. Auf dem Beifahrersitz ist dann doch ein Tourist zu sehen, der sich seinen Platz in der ersten Reihe mit einem kleinen Trinkgeld gesichert hat. Er weiß genau, warum ihm das die paar Bolivianos zusätzlich zum Ticketpreis wert ist. Dietmar Ott aus Dortmund. Das ist mit einer der schönsten Landschaften überhaupt, die man hier sehen kann. Sehr abwechslungsreich, wunderbare Steinformationen, viele verschiedene Farben und so weiter. Jetzt, also, man muss schon ein bisschen Spanisch können und man muss sich ein bisschen auskennen. Denn ich bin der einzige Tourist hier. Ne? Also, alle anderen fahren mit dem Bus und da sieht man nichts. Mit dem Schienenbus nach Potosí haben wir das Streckennetz der Ferroviaria Oriental verlassen und sind jetzt in den Anden, im Eisenbahnnetz der Ferroviaria Andina. Neben der Strecke Sucre-Potosí
fährt ein Schienenbus auch von El Alto im Süden von La Paz nach Guaqui, allerdings nur jeden zweiten Sonntag im Monat. Im Zwei-Tage-Rhythmus geht es von Oruro nach Villazón. Güterzüge, beladen mit den Erzen der Minen, fahren täglich. Unsere Entdeckungsreise führt über La Paz, der größten Stadt Boliviens. Nach La Paz kommt man mit dem Bus oder mit dem Flugzeug. Und mit der Eisenbahn? Wir machen uns auf die Suche, sehen ganz viel Typisches für Bolivien, stellen fest, dass der erste indigene Präsident Südamerikas, Evo Morales, nicht nur im Tiefland für einen Boom im Andenstaat gesorgt hat. La Paz hat nun eine prächtig herausgeputzte Altstadt, in der sich die Touristen offensichtlich wohlfühlen und wo so manches Fotomotiv, wie etwa hier am Präsidentenpalast, auf sie wartet. Die Bolivianer bewegen sich in La Paz bevorzugt mit den Sammeltaxis, wie hier von der Plaza San Francisco aus. Auch für Touristen ist so ein Trufi günstig und allemal besser, als sich im Straßengewirr der Millionenstadt zu Fuß fortzubewegen. Er weiß genau, warum ihm das die paar Bolivianos zusätzlich zum Ticketpreis wert ist. Dietmar Ott aus Dortmund. Das ist mit einer der schönsten Landschaften überhaupt, die man hier sehen kann. Sehr abwechslungsreich, wunderbare Steinformationen, viele verschiedene Farben und so weiter. Jetzt, also, man muss schon ein bisschen Spanisch können und man muss sich ein bisschen auskennen. Denn ich bin der einzige Tourist hier. Ne? Also, alle anderen fahren mit dem Bus und da sieht man nichts. Mit dem Schienenbus nach Potosí haben wir das Streckennetz der Ferroviaria Oriental verlassen und sind jetzt in den Anden, im Eisenbahnnetz der Ferroviaria Andina. Neben der Strecke Sucre-Potosí fährt ein Schienenbus auch von El Alto im Süden von La Paz nach Guaqui, allerdings nur jeden zweiten Sonntag im Monat. Im Zwei-Tage-Rhythmus geht es von Oruro nach Villazón. Güterzüge, beladen mit den Erzen der Minen, fahren täglich. Unsere Entdeckungsreise führt über La Paz, der größten Stadt Boliviens. Nach La Paz kommt man mit dem Bus oder mit dem Flugzeug. Und mit der Eisenbahn? Wir machen uns auf die Suche, sehen ganz viel Typisches für Bolivien, stellen fest, dass der erste indigene Präsident Südamerikas, Evo Morales, nicht nur im Tiefland für einen Boom im Andenstaat gesorgt hat. La Paz hat nun eine prächtig herausgeputzte Altstadt, in der sich die Touristen offensichtlich wohlfühlen und wo so manches Fotomotiv, wie etwa hier am Präsidentenpalast, auf sie wartet. Die Bolivianer bewegen sich in La Paz bevorzugt mit den Sammeltaxis, wie hier von der Plaza San Francisco aus. Auch für Touristen ist so ein Trufi günstig und allemal besser, als sich im Straßengewirr der Millionenstadt zu Fuß fortzubewegen. Boliviens Melodie ist fröhlicher geworden und beruft sich verstärkt auf seine indigenen Strukturen. Und das nicht aus folkloristischen Gründen, um Touristen Souvenirs zu verkaufen oder Fotomotive zu bieten. In der Calle Linares, der Hexengasse, gab es auch vor Morales schon Amulette und Glücksbringer für Touristen und Einheimische. Selbstverständlich verzichtet kein Bolivianer auf die Hilfe von Pachamama. Von Schildkröten für langes Leben und Gesundheit. Das ist gut, nur ihre Fahrer sind unverantwortlich. Von der Geschwindigkeit her sind die Busse klar im Vorteil. Die fahren 100 Kilometer, wir auf der Meterspur nicht mehr als 60 Kilometer pro Stunde. Macht im Schnitt maximal 45 Kilometer. So alt wie der Veteran vor dem Bahnhof sind auch die Gleisanlagen aus dem 19. Jahrhundert. Die Dieselloks im Einsatz wurden bis 1962 gebaut. Dieser Schienenbus von MAN in Deutschland wurde sogar erst 2010 in Dienst gestellt.
Da gehörte dieses Modell eines umgebauten Autobusses schon lange zum alten Eisen. Die Variante, einem Straßenfahrzeug einfach den Schienenunterbau darunter zu basteln, ist allerdings immer noch im Einsatz. Und zwar in einer der schönsten Berglandschaften Boliviens, zwischen Sucre und Potosí. Hier in einem Tal auf über 4200 Metern werden Zwiebeln geerntet. Die Baumgrenze reicht bis auf 4700 Meter hinauf, vorausgesetzt, Menschen pflanzen sie dort ein. Und da bewegt sich plötzlich etwas mitten im Felsen. Ein Ferrocarril, ein Kleinbus auf Schienen. Im Innern zwei Überraschungen. Zum einen, der Stern von Untertürkheim leuchtet auch in den Hochanden. Zum zweiten, im Zentrum des Rucksacktourismus in Bolivien, auf dem Weg nach Potosí, scheint der Bus nur Einheimische zu transportieren. Die Bahnstrecke Sucre-Potosí führt vor allem in die Dörfer, die schlecht oder gar nicht an die Straße angebunden sind, wie Betanzos, das Dorf mit der reichen Zwiebelernte im Andenhochtal. Auf dem Beifahrersitz ist dann doch ein Tourist zu sehen, der sich seinen Platz in der ersten Reihe mit einem kleinen Trinkgeld gesichert hat. Er weiß genau, warum ihm das die paar Bolivianos zusätzlich zum Ticketpreis wert ist. Dietmar Ott aus Dortmund. Das ist mit einer der schönsten Landschaften überhaupt, die man hier sehen kann. Sehr abwechslungsreich, wunderbare Steinformationen, viele verschiedene Farben und so weiter. Jetzt, also, man muss schon ein bisschen Spanisch können und man muss sich ein bisschen auskennen. Denn ich bin der einzige Tourist hier. Ne? Also, alle anderen fahren mit dem Bus und da sieht man. 10 Minuten nach der Abfahrt in Oruro. Der Personenzug Oruro Uyuni ist vor allem bei ausländischen Touristen beliebt. Wir fahren mit der Bahn, weil dieser Teil der Strecke von Oruro bis Uyuni sehr gut geeignet ist, um ihn mit dem Zug kennenzulernen. Deshalb sind wir hier. Wir machen diese Reise jetzt, um den Salzsee kennenzulernen. Und bezahlen 26 Euro pro Person bis Uyuni. Es ist einfach bequemer, als im Sammeltaxi oder im normalen Taxi zu reisen. Und vielleicht auch sauberer. Was noch? Es ist auch generell alles anders hier in Bolivien. Es gibt hier nicht so viele Eisenbahnlinien. Vielleicht nicht so viele, die vorhandenen aber laden zur Entdeckungsreise ein. Zum Beispiel, um die Gegend mit dem weltweit größten Lithiumvorkommen kennenzulernen. Entlang der Eisenbahnlinie schaufelt Bolivien seine inzwischen verstaatlichten Bodenschätze in die Eisenbahnwaggons. Der Salar de Uyuni, weltweit größter Salzsee und eine der Touristenattraktionen Boliviens. Nach Uyuni kommt man am bequemsten mit der Eisenbahn und dann weiter mit dem Geländewagen. Am besten zum Frühstück auf der Isla del Pescado, der Fischinsel. Sonnenauf- oder Untergang auf der Fischinsel? Kein Tourist auf seiner Reise durch Bolivien lässt sich einen Ausflug auf den Salar und zur Insel entgehen. Und natürlich gehört dann auch die Klettertour an den Kakteen vorbei zum Entdecken der Insel.
wann immer ein Zug auf dem Weg nach Uyuni durch Machacamarca fährt, steht da ein älterer Herr und winkt den Zugführern oder Passagieren zu. Ricardo Belzumiranda weiß ziemlich alles über die Geschichte der Eisenbahn im bolivianischen Hochland. Er hat ein Buch darüber geschrieben und er betreut das Eisenbahnmuseum in Machacamarca. Viel los ist hier nicht, obwohl das Museum eigentlich jeden Tag geöffnet hat. Mit einem Festmahl. Und selbstverständlich kann jeder, der durch die offene Tür kommt, mitessen. Todos los Santos ist der Tag, an dem in ganz Bolivien niemand hungern muss. Diese Berglandschaft bekam bisher nur die wenigsten Touristen zu Gesicht. Jahrelang war die Bahnfahrt von Uyuni weiter südlich eingestellt. Eine Brücke hinter Tupisa war zusammengebrochen. Also kamen nur besonders abenteuerlustige Touristen auf ungeteerten, staubigen Pisten bis hierher. Alle anderen versäumten eine malerische kleine Stadt, eingerahmt von hohen, vielfarbigen Bergen, mit atemberaubenden Schluchten und unbegrenzten Möglichkeiten für Trekkingtouren. Tourismus ist die Haupteinnahmequelle der Stadt. Seit November 2013 fährt die Eisenbahn auch wieder bis Villazón. Tupisa, La Joya Bella de Bolivia, das Schmuckstück Boliviens, hat begonnen, sich von seiner jahrelangen Isolation zu erholen. Wer hier ankommt, hat eine 18-stündige Zugfahrt hinter sich, die vor allem nach Sonnenuntergang und in der Dunkelheit zwischen Uyuni und Tupisa nicht besonders aufregend ist. Das wird sich nach der Stadt schlagartig ändern. Abfahrt des Espresso del Sur. Im Waggoninneren läuft das Bordprogramm ununterbrochen. Konzertmitschnitte, Thriller, Actionfilme und vor allem Western sind im Dauereinsatz für die nur noch wenigen Passagiere auf dem Weg zur argentinischen Grenze. Schon gleich hinter Tupisa beginnt die Landschaft sich spektakulär zu verändern. Die Strecke verläuft durch das Tal des Rio Tupisa, schlängelt sich durch eine fruchtbare, grüne Landschaft mit engen, canyonartigen Schluchten und vielfarbigen Bergen. Wer jetzt weiter auf den Fernseher starrt, verpasst etwas. Die Regie des Fernsehbordprogramms setzt in dieser Landschaft bevorzugt Western ein. Schließlich war es meistens hier, wo Sundance Kid und Butch Cassidy ihre Züge überfielen. Das hatte auch einen nachvollziehbaren Grund. Rasch von den Bergen runter ins Tal. Und nach dem Überfall wieder schnell zurück in unwegsames Gelände, östlich der Anden, die Ferroviaria Andina, im bolivianischen Tiefland die Ferroviaria Oriental. Die für Boliviens Versorgung wichtigste Strecke im Tiefland verbindet Santa Cruz mit den Grenzstädten zu Brasilien und Argentinien, Quijaro und Jacuiba. Auf der einspurigen Meterstrecke wird ganz Bolivien mit Mineralölprodukten und industriellen Gütern versorgt. Auf beiden Strecken fahren mehrmals täglich Güterzüge. Personenzüge gibt es nur im zweitägigen Wechsel von und nach Santa Cruz. Das Umland von Quijaro, Grenzstadt im bolivianischen Pantanal, einem der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Erde. Hier ist auch der einzige Hafen des Landes. Er verbindet Bolivien über 1500 Flusskilometer hinweg mit dem Atlantik. Die Ruhe im Hafen täuscht über die wahre Bedeutung hinweg, meint José Luis Vázquez. Eisenbahn und Hafen sind extrem wichtig. Die Fracht- und Tangwaggons versorgen Santa Cruz und auch den Rest Boliviens mit all dem, was sonst fehlen würde. Eine Bedeutung, die man der Hafenidylle sicher nicht ansieht. Beim Rundgang über den Markt von Quijaro
findet man die gleichen Produkte wie überall im riesigen Feuchtgebiet der Flüsse Amazonas und Rio de la Plata. Das sind wachsende Nahrungsmittel. Man kauft sie als Küken, lässt sie wachsen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt im Topf weiterverwenden zu können. Wer darauf nicht warten will oder kann, vor Ort werden Empanadas zubereitet, mit Hühnchen, Kartoffeln oder Käse gefüllte Teigtaschen. In Bolivien der wichtigste Snack, der zu jeder Tages- und Nachtzeit gegessen werden kann. Was auch immer auf dem Markt angeboten wird, es wird dort frisch und vor den Augen der Hungrigen zubereitet. Am Bahnhof von Quijaro geht es beschaulich zu. Seitdem der Staat eine asphaltierte Straße parallel zur Eisenbahnstrecke gebaut hat, nimmt der Bedarf für die Personenzüge von und nach Santa Cruz ständig ab. Im Espresso Oriental fährt es sich für 127 Bolivianos, umgerechnet etwa 15 Euro, in 12 Stunden und über Nacht zwar recht bequem und sicher, trotzdem nehmen die meisten den Bus, der häufiger, schneller und billiger Quijaro und Santa Cruz miteinander verbindet. Mit 5 bis 10 Euro für die Fahrt ist die Straßenkonkurrenz nicht zu schlagen. Auf dem Weg zum noch 290 Kilometer entfernten Santa Cruz wird. Etwa um 1750 gründete hier der Jesuitenorden die Mission San José de Chiquitos. Der Baustil der Missionen vermischte westliche Sakralarchitektur mit der traditionellen Bauweise des hier lebenden Indio-Stammes, den Chiquitos. Die 6 heute noch existierenden Jesuitensiedlungen gehören seit 1990 zum UNESCO-Welterbe. In Bolivien ist die Mission der Jesuiten keineswegs abgeschlossen, wie Padre Elvio Pinto Rios in der Kirche versichert. Als die Jesuiten hierher kamen, ordneten und organisierten sie Leben und Arbeiten in den Dörfern völlig neu. Von der damaligen Kultur der Padres hat sich viel erhalten, vor allem in der Musik. Sie ist das Erbe für alle Musikgruppen, bis hin zu den Sinfonieorchestern. Die Ureinwohner haben es mit wenigen Ausnahmen geschafft, ihre alte Kultur zu überwinden und Teil der Zivilisation zu werden. Rund 700 Kilometer weiter nordwestlich kommt man jenen widerspenstigen Indigenen und ihrer Kultur auf die Spur, die sich, so Elvio Pinto Rios, der Jesuitenzivilisation bis heute nicht anschließen wollen. Der Sonnengott Inti soll der Sage nach hier auf der Isla del Sol seinen Sohn, den ersten Inka, und seine Frau auf die Erde gebracht haben. Seitdem sprudelt diese Quelle und niemand weiß, woher das Wasser kommt. Denn es gibt keinen Berg oberhalb der Quelle und auch keine bekannte Ader aus dem Grundwasser. Es sprudelt nur noch aus 2 Öffnungen, meint Cecilio, einer der Lastenträger der Insel. Das Wasser der dritten habe wohl ein Hotel abgegraben. Pachamama, Mutter Erde, die über alles wache, werde das bestimmt nicht auf Dauer zulassen. Sie sorge auch heute noch dafür, dass es den Völkern in den Hochebenen der Anden und im Tiefland gut gehe. Wie man weiß, haben die Gläubigen von Pachamama lange vor der Jesuitenmission das mächtige und kulturell hochstehende Reich der Inka aufgebaut. Auf deren Kultstätten setzten die Missionare aus Europa ab dem 16. Jahrhundert die Tempel ihres Glaubens. Wie hier in Copacabana am Ufer des Titicacasees. Auch andere Kultstätten wurden überbaut, wo die Armee nur schwer Jagd auf sie machen konnte. Und wenn dann auch noch eine unübersichtliche Kurve vor dem Zug lag, dann war das die ideale Stelle, um gleich hinter der Kurve mit einem Baum auf der Schiene die Fahrt des Espresso ganz schnell zu stoppen.
Die Dramaturgie des Thrillers verlangt im Wageninneren Spannungssteigerung. Draußen bleibt heute alles ruhig. Butch Cassidy und Sundance Kid sind ja, wie man spätestens seit dem Western mit Paul Newman und Robert Redford weiß, bereits seit 1908 tot. Heute aber ist der Tag nach Todos Los Santos. Bis 12 Uhr mittags werden die Toten auf den Friedhöfen verabschiedet, deren Geist durch die offene Tür am Vortag gekommen ist. So auch in San Vicente, wo dem Vernehmen nach der Shootout der US-Gangster mit der bolivianischen Armee stattgefunden haben soll. Hier liegen die Restos de Butch Cassidy, die sterblichen Überreste des Gangsters, und rund um Cassidys Grab nimmt man Abschied von den Toten. Keine 200 Meter vom Friedhof entfernt steht ein Museum. Ungewöhnlich genug in einem Ort, der ansonsten ausschließlich aus Wohnhäusern für die Minenarbeiter besteht. In dem schmucklosen Backsteinbau ist alles zusammengetragen worden, was man von damals noch sichern konnte. Hier drinnen lebt sie noch, die Bande von Butch Cassidy und Sundance Kid, jedenfalls auf den Bildern und Fahndungsplakaten. Durch das Tal des Rio Tupisa kommt der Espresso del Sur auch dieses Mal ohne Überfall in Villazón an. Exakt 22 Stunden hat er von Oruro bis an die bolivianisch-argentinische Grenze gebraucht. Die Zahl der aussteigenden Passagiere bleibt überschaubar. Wer hier nicht zu Hause ist, findet kaum einen Grund, nach Villazón zu kommen. Von der spektakulären Zugfahrt durch das Tupisa-Tal einmal abgesehen. Mit der Bahn weiter nach Argentinien geht nicht. Die Schienen sprechen eine deutliche Sprache. Hinter der Auto- und Fußgängerbrücke der Grenze zu Argentinien ist auch nichts, was den Besuch lohnen würde. Und doch hat die Plaza etwas zu bieten, das man sonst nirgends in Bolivien finden dürfte. Ununterbrochen. Konzertmitschnitte, Thriller, Actionfilme und vor allem Western sind im Dauereinsatz für die nur noch wenigen Passagiere auf dem Weg zur argentinischen Grenze. Schon gleich hinter Tupisa beginnt die Landschaft sich spektakulär zu verändern. Die Strecke verläuft durch das Tal des Rio Tupisa, schlängelt sich durch eine fruchtbare, grüne Landschaft mit engen, canyonartigen Schluchten und vielfarbigen Bergen. Wer jetzt weiter auf den Fernseher starrt, verpasst etwas. Die Regie des Fernsehbordprogramms setzt in dieser Landschaft bevorzugt Western ein. Schließlich war es meistens hier, wo Sundance Kid und Butch Cassidy ihre Züge überfielen. Das hatte auch einen nachvollziehbaren Grund. Rasch von den Bergen runter ins Tal. Und nach dem Überfall wieder schnell zurück in unwegsames Gelände, wo die Armee nur schwer Jagd auf sie machen konnte. Und wenn dann auch noch eine unübersichtliche Kurve vor dem Zug lag, dann war das die ideale Stelle, um gleich hinter der Kurve mit einem Baum auf der Schiene die Fahrt des Espresso ganz schnell zu stoppen. Die Dramaturgie des Thrillers verlangt im Wageninneren Spannungssteigerung. Draußen bleibt heute alles ruhig. Butch Cassidy und Sundance Kid sind ja, wie man spätestens seit dem Western mit Paul Newman und Robert Redford weiß, bereits seit 1908 tot. Heute aber ist der Tag nach Todos Los Santos. Bis 12 Uhr mittags werden die Toten auf den Friedhöfen verabschiedet, deren Geist durch die offene Tür am Vortag gekommen ist. So auch in San Vicente, wo dem Vernehmen nach der Shootout der US-Gangster mit der bolivianischen Armee stattgefunden haben soll. Hier liegen die Restos de Butch Cassidy, die sterblichen Überreste des Gangsters, und rund um Cassidys Grab nimmt man Abschied von den Toten.
Keine 200 Meter vom Friedhof entfernt steht ein Museum. Ungewöhnlich genug in einem Ort, der ansonsten ausschließlich aus Wohnhäusern für die Minenarbeiter besteht. In dem schmucklosen Backsteinbau ist alles zusammengetragen worden, was man von damals noch sichern konnte. Hier drinnen lebt sie noch. Die Bande von Butch Cassidy und Sundance Kid. Jedenfalls auf den Bildern erzählten Loks ihre Geschichte. Auch über den Buick, Modell Al Capone, Baujahr 1937, mit dem die Direktoren der Silberminen durch die Gegend fuhren. Straßen gab es nicht, Schienen schon. Also bastelte man Eisenbahngestelle unter die Karosse. Ricardos Lieblingslok wurde 1913 von Berlin nach Bolivien geliefert. 1938 kam dieser benzinbetriebene Veteran aus Pennsylvania in die Silberminen. Ricardo könnte stundenlang weitererzählen. Der Gang in den Erster-Klasse-Wagen zeigt, man war hier auf manchen Wunsch der Passagiere eingerichtet. Auch wenn es nicht so bequem gewesen sein dürfte wie heute. Im Eisenbahnmuseum von Machacamarca stehen noch viele Prachtstücke herum. Der Espresso del Sur nähert sich Uyuni und damit der Station, die für die Touristen meistens Endstation ist. Nach 2 Stunden Schaukelfahrt auf der Schmalspurstrecke gehört der Landschaft nicht mehr ganz die ungeteilte Aufmerksamkeit. Zum Glück gibt es den Speisewagen. Und der braucht sich hinter europäischen nicht zu verstecken. Den Blick nach draußen sollte man als Eisenbahnfreund genießen. Es ist das einzige Mal, dass der Espresso die Straßenkonkurrenz hinter sich lässt. An der Mautstelle vor Chayapata. Die Landschaft wird ständig karger, die Savanne trockener und salziger. Der Salzsee kündigt sich an, lange bevor der Zug am Salar entlangfährt. Er überrascht eine Vicuña-Herde. Eigentlich meidet diese Wildart der Lamas den Kontakt mit Menschen oder deren lärmender Technik, wie Eisenbahnen oder Autos. Die Salzwiese und die naheliegende Wasserstelle haben die Tiere direkt an den Eisenbahndamm gelockt. Dieses Bild kennt jeder, der sich mit Eisenbahngeschichte in Bolivien auseinandersetzt. Der Eisenbahnfriedhof von Uyuni schafft es spielend in jeden Postkartenkalender oder Reiseführer über Bolivien. Um die bizarre Ansammlung alter Dampfrösser ranken sich viele Geschichten. Und leider haben diese Geschichten auch Graffiti-Sprayer aus allen möglichen Ländern zu ihren Schmierereien animiert. Uyuni ist nicht unbedingt eine Perle städtischer Architektur, aber Ausgangspunkt für die meisten Ausflüge mit Geländewagen im südwestlichen Bolivien. Wir sind an Allerheiligen hier, einem Feiertag mit besonderer Bedeutung für das ganze Land. Es ist der Tag,